Hallo und herzlich willkommen im Wald. Leider ist das Wetter heute doch so bewölkt, dass die Lichtsituation, obwohl noch gar nicht so weit fortgeschrittener Stunde, trotzdem miserabel ist. Also ich bitte die Bildqualität entsprechend zu entschuldigen. Wenig Licht plus Kamera, blöd. So, ja, ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was für Kinder heute. Also nicht unbedingt für Kinder zum Angucken, mehr für die Eltern und dann zum Nachmachen. So ist das jetzt eher gedacht. Ich habe deshalb auch schon ein paar Vorbereitungen getroffen, damit sich das nicht ganz so lange in die Länge zieht. Das soll ja auch für Leute, die nicht meine Stammzuschauer sind, geeignet sein. So, wenn man Kinder für den Wald begeistern möchte, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Aktionen, die man da durchführen kann, die Spaß machen. So ein Klassiker schlechthin ist wohl Stockbrot backen. Und dafür braucht man mehrere Dinge. Zunächst einmal braucht man da Mehl. Da reichen ja auch schon kleine Mengen. Stockbrot ist eigentlich, na, es sei denn, man hat ganz, ganz, ganz viel Zeit, ist Stockbrot eigentlich immer mehr so ein Imbiss als eine Hauptmahlzeit. Man kann da auch von satt werden, wenn man sich da wirklich viel, viel, viel Zeit lässt. Ist so ein bisschen vergleichbar mit Raclette. Bis bei Raclette oder Fondue, bis da alle satt sind am Tisch, das dauert dann immer ein Weilchen. Aber Grundrezept besteht tatsächlich nur aus Mehl und Wasser. So, jetzt kann man merken, pro 250 Gramm Mehl auch ein halbes Tütchen Backpulver dazu machen. Es soll auch Leute geben, die nehmen ein ganzes, das halte ich für etwas übertrieben. Und ich würde vorschlagen, einen Teelöffel Salz. Das ist dann so quasi das Standardrezept. Grundsätzlich funktioniert es aber auch wirklich nur mit Mehl und Wasser. Ende. Also keine weiteren Dinge, die man da hinzufügen muss. Schmeckt dann halt ein bisschen langweiliger. Wenn man Backpulver verwendet, dann kann man den Teig natürlich noch ein wenig an einem warmen Ort gären, beziehungsweise gehen lassen. Muss man aber nicht. Wenn man den Teig ganz frisch zubereitet und Backpulver drin hat, bilde ich mir zumindest ein, würde es trotzdem auch schon ein bisschen besser schmecken, als ohne Backpulver, aber das muss dann letztendlich jeder selber entscheiden. So, zusätzlich kann man dann noch verschiedene Kräutermischungen in den Teig schmeißen. Basilikum, Petersilie, Thymian, Kräuter der Provence, generell eine gar nicht mal so schlechte Idee. Und da gibt es ja Kräutermischungen noch und nöcher im Handel, was man da haben kann. Für den Fortgeschrittenen wäre dann natürlich eine Option, dass man sich dann noch ein paar frische Kräuterchen aus dem Wald zusammensammelt. Auch eine Möglichkeit sind sehr junge Nadeln von Nadelbäumen außer der Eibe. Also man sollte, bevor man irgendwie an Nadelbaum Nadeln rangeht, wissen, wie sich eine Eibe bestimmen lässt. Dazu gibt es von mir natürlich auch ein Video. Also das ist nicht ganz ungefährlich, das einfach nur mal kurz am Rande angemerkt. Und generell natürlich beim Pflanzensammeln sich genau sicher sein, was man da einsammelt. Ich will es jetzt auch nicht weiter vertiefen, was da alles in Frage kommt. Aber das ist auch nochmal so eine Möglichkeit. Was man auch noch machen kann, ist ein bisschen geriebenen Käse unter den Teig schmeißen. Das gibt so einen ganz besonderen Teig dann, tendenziell, ja, bisschen herzhafter. Kommt natürlich auch darauf an, welchen Käse man genommen hat. Und die Variante, die ich jetzt zeige, die hat verschiedene Vorteile und ist meiner Meinung nach auch was, was eigentlich ziemlich lecker schmeckt. Und die meisten Kinder mögen das in der Regel, denke ich doch auch. Und zwar Stockbrot mit Salami-Grundlage. Da eignet sich jede mögliche Salami und jede andere ziemlich fettige Wurst. Also zum Beispiel Liona oder Mortadella, je nachdem aus welchem Teil von Deutschland man kommt, ist nicht so gut geeignet, weil die nicht so ganz fettig genug ist. Da funktioniert das nur begrenzt. Man kann auch Speck nehmen, dann aber schon welcher, der auch wieder entsprechend fettig ist. Nicht unbedingt super magerer Schinken, das funktioniert auch wieder nicht ganz so gut. Käse kann man auch nehmen. Da bin ich aber noch nicht so wirklich von überzeugt, dass das so richtig funktioniert. Aber wer da mal experimentieren möchte, der darf das gerne tun. So viel zu den Grundlagen. Jetzt ist Stockbrot ein praktisches Survival-Futter, wenn man so möchte, weil das Einzige, was man dafür braucht, ist halt eben Mehl und Wasser. Mehl ist jetzt nun wirklich was, was vergleichsweise auch im Katastrophenfall noch selbst herstellbar ist, beziehungsweise was man halt eventuell
als Proviant auch in sehr kargen Zeiten, jetzt vielleicht für die Krisenvorsorger unter uns, eventuell halt eben noch rumfliegen hat. Ein weiterer Vorteil des Ganzen besteht halt darin, dass man das theoretisch sogar ohne Topf zubereiten kann und gar nichts weiter braucht als wirklich einfach nur das Mehl und sonst kein Hilfsmittel, ja, und das Wasser halt. Und das möchte man jetzt mal wirklich mal kurz vormachen. Ich bin da jetzt noch nicht der Meister, der vom Himmel gefallen ist, drin, wie das geht, aber das Grundprinzip kann ich auf jeden Fall erklären. Für Leute, die das häufiger dann draußen machen, möchte ich noch vielleicht einen kleinen Ausrüstungsgegenstand empfehlen. Es gibt sogenannte Fallschüsseln. Das hier ist eine. Und wenn man die dann entsprechend schön auseinandergefaltet hat, dann kann man da auch eben entsprechend einen Brotteig oder ähnliches oder einen Salat oder sonst was drin zubereiten. Das ist fürs Erste natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Innere sieht jetzt auch nicht unbedingt so aus, als wäre es zur Lebensmittelzubereitung hergestellt worden. Ist es auch nicht. Es funktioniert aber trotzdem. Im Fall von Salat würde ich dann allerdings den Essig wirklich so kurz vor Schluss zugeben, damit der nicht unbedingt das Material angreift. Generell so mit Sachen wie Säuren und extrem heißen Dingen, die man da zubereiten möchte, wäre ich dann auch noch mal ein bisschen vorsichtig. Auch aber das hier vielleicht einfach mal als kleinen Tipp. Faltschüssel einfach mal googeln. Da lässt sich dann schon unter anderem eben dieses Ding finden. Da gibt es noch verschiedene andere Lösungen. So, wir versuchen aber jetzt mal die Variante gänzlich ohne Gefäß. Ja, und dafür brauchen wir eine möglichst saubere, glatte Unterlage. Aus der Natur bietet sich da natürlich ein flacher Stein an, den man dann halt so gut sauber macht, wie es geht. Wer eine Isomatte dabei hat, so wie ich, kann auch die nehmen. Wenn man hat und gerade das Glück hat, dass man sowas findet, bietet sich natürlich auch ein längs gespaltener Baumstamm an, der dann quasi wie ein Brettchen, ein großes, da liegt, aber auch ein Baumstumpf, also ein abgesägter, tut es ebenfalls. Da kann man auch ganz gut mitarbeiten. So, Funktionsweise ist jetzt relativ einfach. Man macht sich einen Haufen Mehl. Ich kann gleich meine Kamera nicht mehr bedienen wegen Mehlpfoten. Häufchen Mehl guckt man, dass man das tendenziell eher hoch als breit macht und macht sich da rein dann ein Loch. Die Unterlage, die man verwendet, sollte so ein bisschen, zumindest ein bisschen in der Lage sein, Wasser ein wenig halten zu können und dann nicht sofort durchzuweichen. Und in die Mitte vom Loch macht man jetzt entsprechend Wasser. Das darf ungefähr so viel sein, dass das Loch dann voll ist. Drüber rauslaufen sollte es eigentlich nicht. Wenn es das tut, geht die Welt aber in keinster Weise unter. So, und jetzt muss man quasi versuchen, hier den Damm jeweils reinzuschaufeln. Jetzt habe ich natürlich zu viel Wasser reingemacht. Besser ist, man fängt mit weniger an. Wie gesagt, ich habe das auch noch nicht so oft gemacht und bin ohnehin nicht der Bäcker vor dem Herrn. Es ist aber im Grunde völlig wurscht, ob das drüber hinausgeht, weil Wasser hat man ja in der Regel genug. Das kann man dann quasi in der Mitte ein wenig verrühren und dann wieder nochmal mehr reinmachen und wieder ein wenig verrühren, bis man dann in der Mitte schon mal so einen richtigen Teigklumpen quasi bekommt. Ja. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, mit sehr wenig Wasser anzufangen, dann geht auch nicht alles daneben. So. Das gleiche Spielchen kann man dann quasi einfach nochmal machen und dann wieder quasi Teig in die Mitte kloppen, bis man da wieder ein kleines festeres Teigklümpchen bekommt. Und diesmal nehmen wir auch weniger Wasser, in der Hoffnung, dass das jetzt nicht direkt nebendran geht. Das sieht doch schon etwas besser aus. So. Ja, also so wie das jetzt aussieht, so hatte ich mir das eigentlich eher vorgestellt. Also man sieht, in der Mitte bildet sich da jetzt schon ein etwas festerer Teig. Und den kann man eigentlich, sobald er rausnehmbar ist, vielleicht auch schon ein bisschen zur Seite tun, sich halt eben seinen Krater wieder aufbauen und dann nochmal so einen Klumpen machen und nochmal so einen Klumpen. Und die Klumpen packt man dann eben entsprechend zusammen.
bis sie dann so richtig schön fest sind und am Ende knetet man dann einfach alles zusammen und dann ist die ganze Geschichte fertig. Man kann alternativ aus der Natur, also wenn man jetzt irgendwie das Ganze als kleine Survival-Übung veranstalten möchte für die Kinder, auch theoretisch Nussmehl nehmen. Also alles, was als Nuss verzehrbar ist, eignet sich potenziell auch dazu in Form von ja, Mehl, was man dann halt eben mit irgendeiner Mühle gemahlen hat. Und wenn man keine Mühle hat, dann halt tatsächlich eben zwischen zwei Steinen. So verarbeitet zu werden. Der Haken besteht allerdings darin, dass die meisten Nüsse kein Gluten enthalten. Weizen hingegen schon. Gluten ist ein Klebeeiweiß, also keinesfalls eigentlich nicht, also eigentlich nichts Böses, ne? Manche Leute mögen da zwar gegen allergisch sein, das ist aber ein Zivilisationsproblem und spricht nicht unbedingt dafür, dass Gluten per se automatisch was Böses wäre. Ist es nämlich nicht. Das sorgt dafür, dass halt eben irgendwelche Mehlprodukte dann tatsächlich auch kleben. So, um abschließend die Hände wieder sauber zu kriegen, kann man natürlich irgendwelche Tücher mitnehmen oder man rupft sich einfach ein bisschen Gras aus und zerreibt das zwischen den Händen. Da geht dann sämtlicher Teig ab. Was man natürlich auch machen kann, das kennt man ja aus dem eigentlichen Backen natürlich auch zu Hause, wenn man den Teig noch in den Pfoten hat und reibt diese dann, dann gibt es so diverse sehr kleine Würstchen, die dann alle runterplumpsen und das kann man dann entsprechend auch in den Teig einbacken. Jeder, wie er das möchte, aber letztendlich irgendwann muss man die Hände trotzdem sauber kriegen und da würde ich wirklich einfach zwei, drei Büschel Gras irgendwo ausrupfen und das dann zwischen den Händen verreiben, dann werden die auch sauber. Wenn man noch einen Schluck Wasser übrig hat, kann man nicht nasses Gras damit dann auch entsprechend nass machen und dann geht das alles etwas besser. So, ich habe jetzt einen relativ kleinen Klumpen Teig weggenommen. Das reicht ja für unsere Testzwecke. Ich glaube, der ist immer noch zu groß. Konsistenztechnisch sollte der gut zu kneten sein und generell ist es so, er wird gefühlt ein kleines bisschen fester, wenn man Backpulver nimmt. Wenn man kein Backpulver nimmt, dann bleibt er eigentlich relativ weich, unser Teig. So, da es sich ja um Stockbrot handelt, braucht man jetzt einen Stock. Das muss kein grüner Stock sein, wie jetzt in meinem Fall. Der ist relativ frisch, der stammt von einer sehr, 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 sehr vor kurzem umgesägten, genau genommen Buche. Kann man wie gesagt frischen Stock nehmen, braucht man aber nicht. Ja, nimmt man einen Stock, der schon eine Weile im Wald liegt, dann muss man halt die äußere Schicht ein bisschen großzügiger wegschnitzen. Je nachdem, wie klein die Kinder sind, können sie das selber machen oder man macht es halt eben als Erwachsener vor. Und was man auf jeden Fall auch noch tun kann, um das Ganze ein bisschen mehr zu zelebrieren, ist die Stocksuche für das Brot entsprechend ein bisschen auszuweiten. Das heißt, man nimmt nicht den erstbesten Stock, den man finden kann, so wie ich, sondern man sucht da halt wirklich irgendeinen besonders schönen Stock, nimmt die Kinder entsprechend mit auf die Stocksuche, damit jeder dann am Ende, also je nachdem, wie viele das dann halt sind, möglichst den Stock haben, den ihnen besonders gut gefällt. Und wenn man dann Lust hat, kann man da versuchen, noch die Initialien in den Stock rein zu schnitzen, also in die Rinde da quasi dann auszuschneiden, je nachdem, wie fähig man dann im Umgang mit dem Messer ist und je nachdem, wie das Kind heißt. Ein Jean-Luc Pascal, Kevin Fabian, den sollte man dann halt eben vielleicht auf J runterkürzen oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das kann man wirklich sehr zelebrieren, die Suche nach Stock. Ich würde auch empfehlen, gerade wenn man sich die Mühe gemacht hat, schöne Stöcke zu suchen, dass die Stöcke dann hinterher auch mit nach Hause genommen werden. Dann haben die Kinder nämlich auf dem Rückweg aus dem Wald ohnehin einen Stock, mit dem sie Unsinn anstellen können. Das ist immer eine gute Sache. Da sind sie dann in der Regel ganz gut beschäftigt und den hebt man dann natürlich auch eine Weile auf, so einen Stock. Und irgendwann, wenn sie ihn vergessen haben, kann man ihn dann entsorgen. Das kann im schlimmsten Fall bis zu 10 Jahre dauern, dieser Prozess. Da spreche ich aus Erfahrung. Also von mir damals. Und ich war immer noch sauer, als er dann weg war. War aber kein Stockbrotstock, sondern mehr so ein ja, genereller Waldwanderstock. Imaginäre Feinde Kaputthausstock. So. Jetzt haben wir hier so einen Teig. Da macht man sich jetzt ein Fetzelchen ab. Und den kann man jetzt entsprechend langziehen. Den kann man auch zur Wurst drehen. Und es bietet sich an, da wirklich ein langes Würstchen draus zu machen. Und meiner Überzeugung nach, natürlich kann man das auch anders machen, besteht dann die ideale Art und Weise, das an den Stock zu kriegen, darin es so schlangenförmig quasi drum zu wickeln. Natürlich so eng, dass überall Teig am Stock sitzt, aber
Das ist nur die Standardversion. Wir machen hier ja schon die etwas erweiterte Fassung mit Salami. Und die geht so, dass man erstmal ein paar Salamischeibchen nimmt und erstmal die Salamischeibchen um den Stock wickelt. Und mit dem Stockbrotteig, den wickelt man jetzt quasi wahlweise von unten nach oben oder andersrum. Ja, dann auch entsprechend drum und das nach Möglichkeit so, ohne dass einem die Salami runterfliegt. Wenn ich zu viele Sachen auf einmal mache, dann hebt das natürlich nicht. Aber wie ich ja schon gesagt habe, Dreck reinigt den Magen. Jetzt sind es plötzlich nur noch zwei Scheiben Salami, macht auch nichts. Prinzip ist total simpel und sollte jeder eigentlich sofort verstanden haben. Okay. Und so sieht das Resultat dann entsprechend aus. Ich gebe zu, da ist jetzt noch ein kleines Loch. Das macht aber überhaupt nichts, tut nichts zur Sache. Worauf man achten sollte, ist, dass man jetzt wirklich mit dem Teig nicht übertreibt. Dicker als einen halben Zentimeter ist im Grunde eigentlich schon zu dick, weil dann ist der außen verbrannt und innen roh. Deshalb so, ja. Meiner Meinung nach sind wirklich so ein halber Zentimeter ziemlich ideal. Mit weniger kann man auch arbeiten, das geht, das ist dann sehr schnell fertig und generell auch ziemlich knusprig. Aber der Clou besteht ja darin, dass die Salami im Inneren durch ihr Fett ohnehin dafür sorgt, dass die innere Schicht sehr saftig ist und das Außen dann, gerade auch wenn das Fett so ein bisschen nach außen durchdrückt quasi, besonders knusprig wird. Und das ist dann nochmal erheblich leckerer und auch vom Esserlebnis her einfach nochmal spannender als klassisches einfach nur Stockbrot. Nicht, dass klassisches einfach nur Stockbrot schlecht wäre, aber ich finde das so wirklich erheblich aufregender. So, das können wir jetzt erstmal zur Seite legen. So, zum Thema Feuer in Deutschland noch ein paar Worte. Generell darf man eigentlich kein offenes Feuer in Wäldern anzünden. Da gibt es jetzt so zwei, drei Ausnahmen. Und es gibt natürlich noch Toleranz. Und Toleranz ist zum Beispiel in Fällen wie heute durchaus gegeben, in denen es regnet, alles glitschnass ist. Da muss man auch erstmal wissen, wo man dann trockenes Feuerholz hernimmt, aber das mal hinten angestellt. Und das fördert die Toleranz, wenn man einen sogenannten Hobo-Kocher verwendet. Das ist in irgendeiner Form eine Dose, in der man sein Feuer macht. Da gibt es super professionelle Modelle wie dieses Ding hier. Das ist so sicherlich einer der teuersten vom Typ her, den man sich da kaufen kann. Muss nicht sein, gibt es auch in günstig. Das ist so die eine Möglichkeit, da die Toleranz für kleine Mengen an Feuer, weil man sieht, das Ding ist klein, da kommt auch nicht riesige Mengen an Feuer zustande, entsprechend zu erhöhen. Und die andere Möglichkeit, die ist dann sogar ganz legal, man geht auf eine offizielle Grillstelle. Die gibt es zwar nicht so häufig, wie das manche Leute gerne hätten, aber es gibt sie. Und wenn man dann an sowas geht und da dann entsprechend sein Feuerchen macht, dann heißt die Sache vom rechtlichen her auch geklärt. So, wie macht man das dann mit den Kindern? Ich würde vorschlagen, sollte man tatsächlich auf so eine eigentlich genauso verboten wie bei brütender Hitze Methode, wie ich jetzt gleich zurückgreifen, würde ich den Kindern tatsächlich so erklären, wie es ist. Im Grunde ist es verboten, aber unter den aktuellen Bedingungen hat da kein Mensch was dagegen und da sagt dann auch niemand was. Also muss man da mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand drangehen. Ich überlasse es dem jeweiligen Erziehungsberechtigten, wie man das dann den Kindern erklärt oder ob man halt, das ist sicherlich der einfachste Fall, gleich einfach direkt auf eine legale Feuerstelle ausweicht. Ich bin jetzt heute darauf angewiesen, ein Dach über dem Kopf zu haben, weshalb ich jetzt diese Stelle gewählt habe. Eigentlich wollte ich auch zu einer Feuerstelle, damit man es halt eben richtig zeigen kann. Aber wie gesagt, es regnet. Ich habe hier so eine schützende Dose. Da kann wirklich überhaupt nichts passieren. Und deswegen mache ich jetzt trotzdem ein Feuerchen. Zum Anzünden von so einem Hobo-Ofen, Hobo-Kocher, bietet sich jetzt auch an, insbesondere wenn man Kinder dabei hat, dass man halt ein klein wenig angibt, wenn man es kann. Das heißt, man nimmt nicht unbedingt ein Streichholz oder ein Feuerzeug, sondern so.
sondern halt irgendwie ein bisschen was Aufwendigeres zum Anzünden. Da gibt es natürlich diese tollen sogenannten Fire Steels bzw. Feuerstähle. Das ist so ein Ding, wenn man da mit einem scharfen Gegenstand dran reibt, gibt es Funken und damit kann man was anzünden. Und als Zunder, also ich will jetzt auch nicht zu sehr auf das Anzünden von Feuer eingehen, aber ein bisschen halt dann doch, der Vollständigkeit halber. Als Zunder bietet es sich dann an, wenn man da entsprechend irgendein Naturmaterial nimmt, zum Beispiel, so wie ich hier, Birkenrinde. So, und die sollte möglichst aufgeraut werden, damit sie eine hohe spezifische Oberfläche aufweist. Die kann man dann so halber neben den Kocher legen und wenn man sie angezündet hat, kann man sie dann ganz gut reinschubsen. Da ist jetzt noch so ein Zweigchen im Weg, das muss noch weg. Und dann stellt man ihn hin, weil hinterher brennendes Material reinschmeißen, das geht nur, wenn man eine Unterlage hat. Aber ja, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Gucken wir mal, ob wir das angezündet bekommen. Ups. Jawohl. So, und wie gesagt, das schmeißen wir jetzt da in den Hobokocher und dann gibt es entsprechend kleines Holz hinterher, um nicht zu sagen Kleinholz. Haha. So, wenn das jetzt dann brennt, hat man halt eben die Qual der Wahl, ob man sein Stockbrot in die offene Flamme hält, also in die sichtbare Flamme, oder ob man lieber wartet, bis nur noch Glut da ist und das Ganze über der Glut grillt. Ich würde Letzteres empfehlen, weil dann brennt es nicht so schnell an. Wenn man es direkt in die Flamme hält, dann ist es sehr schnell sehr schwarz. Es gibt Leute, die mögen das, die brauchen das sogar bei Stockbrot. Wenn man eher so eine leichte, sagen wir mal, knusprige Bräunung haben möchte, ohne Schwarz und vor allen Dingen ohne irgendwelche krebserregenden Stoffe, dann empfiehlt es sich, das Brot erst über der Glut zu rösten bzw. neben die Flammen zu halten. Wenn man so ungeduldig ist, dass man da nicht warten kann, ist das auch eine entsprechende Option. Achso, und noch was, wenn man einen Hobokocher verwendet, ist natürlich extrem sinnvoll, wenn man den auf eine nicht brennbare Unterlage stellt, wie in meinem Fall hier Steine. Bei so Hütten natürlich dann auch wieder vorsichtig sein, dass man wirklich mit dem Feuer weit genug weg von sämtlichem brennbaren Material der Hütte ist. Ja, dann vielleicht noch ein paar Takte zum Hantieren mit dem Feuer. Ich habe jetzt hier Handschuhe angezogen, mache ich normalerweise eher selten. Wäre aber auch was, was man tun sollte, wenn man das halt eben mit Kindern macht, weil man will denen ja zeigen, Safety first. Also da will man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, die man einhalten kann, auch wirklich einhält. Anzünden würde ich auch immer selber machen. Das ist vielleicht auch noch was, was, also wenn man entsprechend größere Kinder dabei hat, dann könnte man die das beim zweiten Mal oder was auch mal machen lassen. Aber ein schöner Job für die Kurzen ist es dann halt eben entsprechend, nachdem das dann mal ein bisschen angebrannt ist und da eigentlich nicht mehr viel passieren kann und man nur noch Zeug reinstopfen muss, sie dann quasi das übernehmen zu lassen. Dann kann man denen auch die Handschuhe entsprechend geben, damit sie dann damit hantieren können. Will man über der Glut grillen, muss man erst vorher mal eine gewisse Menge an Holz verbrannt haben, damit sich unten auch ein schönes Glutbett bildet, das eine Weile hält, damit man da auch in Ruhe sein Brot zu Ende rösten kann, bevor da quasi die Glut schon wieder ausgeglüht ist. Ja, der vollständig halber noch ein kleiner Hinweis zur Verwendung von Naturzündern. Ich habe hier meinen Zunderbeutelchen, da habe ich jetzt unter anderem Birkenrinde, Harz und ein bisschen Kienspan drin. Birkenrinde eignet sich eigentlich in der Regel immer gut. Was man da den Kindern aber auch immer gleich beibringen sollte, wenn man ihnen schon erzählt, dass die toll brennt, dass sie die bitte nicht vom lebenden Baum rupfen sollen, sondern immer nur von totem Holz, was am Boden rumliegt. Also irgendwelche gefällten Stämme zum Beispiel oder ein runtergefallener Ast, an dem noch Rinde dran ist. Oder vielleicht, wenn man Brennholz im Garten rumliegen hat oder wo auch immer man sein Brennholz lagert, falls man welches besitzt. Wenn da Birke dabei ist, dann kann man auch bei entsprechend dem Brennholz von zu Hause an der Birke, an dem Birkenstückchen prima die Rinde abziehen. Das tut dann niemandem mehr weh, das gehört einem ja ohnehin selber. Das wäre also auch nochmal so eine gute Möglichkeit, um an Birkenrinde ranzukommen. Aber das ist auf jeden Fall auch wichtig, eben gerade bei den Kindern denen gleich beibringen. Zwar brennt Birkenrinde toll, aber Birkenrinde niemals vom lebenden Baum, weil das tut dem Baum dann zwar nicht wirklich weh,
im klassischen Sinn. Aber Bäume haben tatsächlich eine Schmerzwahrnehmung in gewisser Weise. Also sie reagieren auf Verletzungen. Ob sie jetzt da wirklich Schmerzen empfinden, das ist nochmal was, das kann man sehr lange diskutieren. Das müssen wir hier jetzt auch nicht tun. Aber sie reagieren definitiv auf Verletzungen, wenn man das dann philosophisch als Schmerz entsprechend bezeichnen möchte. Ist das, glaube ich, gerade eben bei der Naturerziehung von Kindern mal gar keine so blöde Idee für den Anfang. Dass das ein bisschen eine speziellere Art und Weise der Wahrnehmung ist, kann man denen natürlich später dann noch erklären. Aber ja, dann lege ich jetzt auch mal langsam los. Und wie gesagt, wenn das jetzt hier noch so stark brennt, dann würde ich persönlich empfehlen, es eben versuchen, so ein bisschen neben die Flamme zu halten. Also nicht so krass rein, weil dann wird es ganz schnell schwarz. Das möchte ich jetzt gar nicht vormachen. Ich will das ja nachher noch essen. Sondern einfach wirklich so ein bisschen neben die Flamme. Da ist es auch schon ziemlich heiß. Was man auch so ein bisschen machen kann, ist es sehr weit drüber zu halten. Dann wird es auch nicht so ganz schwarz, kann man jetzt nicht mehr sehen. Das ist auch so ein Ansatz. Aber das geht wirklich rucki-zucki, dass das dann durch den Rauch quasi wirklich ganz schwarzes Brot ist. Und das ist wirklich nicht so appetitlich. Ja, jetzt ist so ist ideal. Jetzt haben wir einen Haufen Glut. Und kaum noch Flammen und da kann man das dann jetzt im Fall von so einer Buschbox einfach gemütlich drauflegen. Da braucht man gar nicht groß den Stock festhalten und natürlich immer mal wieder drehen. Grundsätzlich aufpassen, das auch den Kindern natürlich erklären, dass sie da auf jeden Fall aufpassen müssen, sonst ist es nämlich sehr schnell sehr schwarz. Man darf sich bei sowas auch nicht beeilen, man muss sich immer Zeit lassen. Also ruhig 10 Minuten an einem so einem Stockbrot darum rösten, das ist überhaupt keine Zeit, das kann locker mal so lange dauern. Hektik im Wald ist immer falsch und also in manchen Fällen vielleicht gerechtfertigt, wenn man gerade zum Joggen im Wald ist. Aber gerade eben, wenn man jetzt hier ein bisschen Waldpädagogik betreibt und Naturbildung machen möchte, dann würde ich da dringend von abraten, in irgendeiner Form Hektik zu verbreiten. Also dann auch immer nur in den Wald gehen, wenn man auch Zeit hat. Wenn man keine Zeit hat, dann besser gar nicht erst in den Wald gehen mit den Kindern. So mein Tipp. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Das gilt ja generell für das ganze Video. Je größer der Oberofen, desto länger hat man Glut. Das hier ist jetzt so, naja, grob gesagt ein mittelgroßer, klein bis mittelgroß. Für zwei Personen kommt man mit dem Ding auch ganz gut zurecht. Oder man muss halt wirklich jede Menge Zeit mitbringen. Also wenn jetzt hier vier Leute auf einmal versuchen, ihr Brot drüber zu halten, dann wird es auch schon wieder stressig, weil dafür dann einfach nicht genug Flamme vorhanden ist. Deswegen würde ich da schon empfehlen, entweder wirklich ganz viel Geduld mitbringen und immer nur zwei bis drei Leute broten auf einmal. Oder halt eben, oder auch mehrere solche Ofen aufstellen. Oder halt wirklich zum Standardlagerfeuer auf der offiziellen Feuerstelle dann greifen. Man merkt übrigens, ob das Ding fertig ist, wenn man es anfasst und sich der Teig quasi nicht mehr zusammen, also der Teig absolut fest ist und außen soll es eigentlich überall leicht braun sein, dann ist es drinnen auch meistens durch. Leicht braun. Wenn es außen schwarz ist, heißt es nicht, dass es innen auch durch ist. Das Schwarz kann unabhängig vom Gesamtgarungszustand auch so auftreten. Und damit ist das Stockbrot dann jetzt auch fertig. So sieht's aus. Also das ist da ein bisschen aufgeplatzt. So habe ich es ehrlich gesagt sehr gerne. So mit der Knusprigkeit, dem Bräunungsgrad. Das sollte jetzt gut sein. Und wir probieren mal ein Stück. Beziehungsweise ich zeige dann auch gerne nochmal den Teig. Der ist schon noch ein bisschen weich innen. Aber das kommt jetzt halt eben vom Fett durch die Salami. Und nicht, weil der nicht ganz durchgebacken ist. Also, der ist durch, aber noch weich innen. Also, das ist was Besonderes. Schwer zu beschreiben. Ich kann nur empfehlen, das mal entsprechend auszuprobieren. Unter das Licht auf keinen Fall besser wird. Und das Resultat nun da ist. Und ich mehr zu dem Thema nicht zu sagen habe, beziehungsweise schon gesagt habe, wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß mit den Kindern, vor allen Dingen im Wald. Das ist immer überaus, also ich finde es lustig. Es ist auf die Dauer vielleicht hin und wieder mal ein klein wenig anstrengend, wenn sie dann eine halbe Stunde vor jedem Loch stehen bleiben.
Aber lustig ist es auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, viel Spaß. Tschüss.